So, hallo, Late-Night-Aufnahme. Gerade kann ich es noch machen, noch sind Ferien. Das kann ich mir bald nicht mehr leisten. Wir machen weiter bei Isaac Repentance. Wir haben letztes Mal Eve vervollständigt. Nein, haben wir nicht. Habe ich es letztes Mal schon gesagt. Eve fehlt noch das Delirium. Ich habe nachgeschaut. Wenn man Delirium mit Eve schafft, mit Tainted Eve, bekommt man das Item, was sie die ganze Zeit rumträgt. Also das, wo man diese Knubbel da dann zurückrufen kann und so weiter. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, hey, muss ich unbedingt haben. Für die Completion wäre es klar, aber wir werden halt eh nicht das Spiel komplettieren. Also, I don't know. Boah, mit wem spielen wir denn mal? Mit wem machen wir als nächstes die Runden? Also, das sind alle... Forgotten könnte cool sein. Nee. Bosch. Oh, ich meine, Isaac wäre so ein bisschen standardmäßig und wir dürften uns Items aussuchen. Sollen wir mal Isaac reinziehen? Dann werde ich zwar... Oh Gott, da werde ich 500 Mal hin und her überlegen, welches von den Items was hin und her wechselt. Ach so, aber konnte Isaac nicht nur 8 Items tragen? Weil da Less Room steht, war das nicht der Quatsch? Bei ihr war das, dass die Herzen verschwinden und man nur... Oh Gott, das war die Geschichte. Oh Gott, ja, ich erinnere mich. Oh Gott. Er war das Crafting-Viech, er war dieser Ninja-Dings. Das war auch ganz merkwürdig. Boah, ich weiß gar nicht, auf welchen Tainted-Charakter ich Lust habe. Scheiße. Oh nee, und er war dieser Wechsel, genau. Boah, ich weiß gar nicht, wen ich nehme. Ich glaube dann noch am ehesten Lilith oder so. Oh nee. Ich merke gerade, dass ich auf gar keinen Charakter mehr so richtig Lust habe. Schande. Alles stressig. Weil alle so eine Reduktion haben, die ich nicht. Oh Gott, was machen wir denn jetzt? Jetzt sitze ich hier und weiß nicht, was ich spielen soll. Komm, wir gucken uns mal die Dark Arts an. Wir müssen jetzt ja auch nicht konstant. Ah, das spielt sich so komisch. Kann ich damit da eigentlich rein? Nee, ne? Oh, never mind. Ja, aber das spielt sich so komisch. Ich glaube, das wäre mit Controller wahrscheinlich echt angenehmer. Ich weiß es nicht. Okay, es dauert eine Weile, bis das auflädt. Also ich muss dann Q drücken und dann irgendwo hingehen. Okay. Ja gut, ich denke, wir kriegen es hin. Aber irgendwie, also irgendwas sagt mir, dass ich dafür nicht die beste Tastenbelegung habe. Ach so, ich darf ja wieder die Taste gedrückt halten. Ich wollte gerade so sagen, oh, ich muss ja abschnittsweise schießen, ist ja Schwachsinn. Ich meine, das Coole ist, dass man mit einer ziemlich starken Tiersrate startet. Das ist schon mal nett. 2,73 ist nicht schlecht. Was wir hier bekommen, ist auch nicht schlecht. So, was haben wir hier? Ah, wir haben gerade Curse of Dings. Das ist natürlich nicht so schön. Das heißt, wir nehmen uns einfach ein Item mit und hoffen, dass es... Ja, gut, Flash. Ja. Wenn die richtigen Gegner kommen, kann man es nutzen, aber ansonsten ist es... Das war stabil. Oh. Das hat nicht so funktioniert. Ach so, und wenn ich das dann mache... dann habe ich auch so einen Zusatzdings-Effekt irgendwie. Ich weiß, wie ich es nennen soll. Ich kann kein rotes Herz mitnehmen. Das ist natürlich schon wieder blöd. Aber gut. Interesting in you.
Ich glaube zwar nicht, aber man kann es ja mal pro. Ach so. Dann wenn dann so. LOL! Ich wollte gerade sagen, ich gehe. Nee. Muss jetzt nicht sein, unbedingt. Lul, aber jetzt waren wir drin. Das ist natürlich dumm, dass wir jetzt da drin waren. Ah, das ist natürlich schon wieder dumm, dass wir jetzt da drin waren, ne? Ah. Ah, oh Mann, ich kriege hier keine. Nee, dann halt nicht. Ah, ist natürlich sehr dumm, dass wir da drin gelandet sind. Aber ich kann es halt nicht ändern. Man sucht sich's ja nicht aus. Oh, cool. Man sucht sich's ja nicht aus. Ah, da kommt dann. Oh, schön. Ja, toll. Ah, da kommt dann so Schatten drunter. Und dann hat man sozusagen da einen höheren Angriffsboost. Wenn man einige mitgenommen hat. Okay, 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 I see. Ist in jedem Fall interesting. So. Was auch interesting ist, ist das hier. Ernsthaft jetzt? Habe ich da den Raum hier verpeilt? Hä? Ah, dann hat der Itemraum, der das nicht. Ah, beim Itemraum waren oben wenn ich scheiße, ja. Und dann ist hier keine Ahnung, wo der dann ist. Dann halt nicht. Das nützt mir nichts, aber ich mach's trotzdem, weil ist halt so. Yo! Yo, der Damage, den man bekommt, ist schon eine coole Geschichte, muss ich mal gestehen. Also der Damage, den man da bekommt, ist schon eine coole Geschichte. Den habe ich jetzt immer noch. Wie lange hält der? Der hält schon eine ganze Weile dann, okay? Wenn ich... Okay, also ich müsste mehrere Viecher erwischen, dann kann man das ganz gut machen. Weil ich kann da auch relativ gratis... Also ich... Es passiert im Prinzip nichts, wenn ich das versaue. Also sollte ich das schon möglichst oft einsetzen. Alleine schon, dass ich mich dran gewöhne. Sollte ich die Dark Arts möglichst oft einsetzen. Keine Gegner, okay, cool. Nicht so cool. Muss nur dran denken, es erst einzusetzen und dann durchzulaufen. Das ist sonst ein bisschen doof. Okay. Cool. Ja, doch. Mag ich. Oh, ich dachte, den kill ich jetzt direkt, aber das hat nicht funktioniert. Aber wir haben keinen Schlüssel. Okay. Nice. Allerdings natürlich nur so halb nice, weil HP hab's jetzt halt nur... Ja, ne? Seht ihr ja selber, was die machen. Ah, shit. Okay, da muss ich böse aufpassen, dass ich da nicht nachher dann wo reinlaufe. Das ist ja dumm. Da muss ich ja wirklich aufpassen, Mann. Ah, Mist, ich wollte ihn so ein bisschen in die Richtung lenken. Ah, schade. Hätte ja sein können. Aber wir haben noch einen Schlüssel bekommen. Aber für 7 Münzen Shop ist jetzt auch nicht so das Wahre. Nee, das lassen wir mal sein. Ach, da nützt mir auch nichts, der Flash. So, erstmal Damage holen. Oh shit. Okay, das ist kritisch, weil da, wo man landet, darf dann halt kein Schaden sein. Okay, okay, I see. Jetzt waren wir eh schon in einem Satan-Raum drin, dann können wir jetzt auch in den reingehen. Aber das ist alles hier nichts, was ich für 3 Herzen mitnehmen wollen würde. Andererseits, wait, wir haben ja keine roten Herzen, dann müsste doch das hier... schon nicht so schlecht sein.
Genau, weil wir dann immer die Verwandlung haben. Also das vielleicht dann doch ganz gut. Jetzt haben wir konstantes Damage ab. Doch, doch, das ist schon gut. Das ist schon gut. Ich hab nichts gesagt. Ah, shit, ich wollte... Naja, ist egal. Wir haben eh genug Damage. Also ich will es vor allem, ich will jetzt vor allem den Part so ein bisschen nutzen, um dieses einfach das zu lernen. Oh, cool! Um das einfach zu lernen. Ja, das ist jetzt sehr wichtig, dass wir wieder Energie zurückbekommen. Nachdem wir erfolgreich alles abgegeben haben. Okay, es wäre denkbar. Ja. Ziemlich sicher. Ach, geh Mann heim, verdammt. Dann halt nicht. Eische, dann halt nicht. Ja, komm. Ja. Nein! Mann, ich riskiere da zu viel noch. Das ist das Problem. Das ist ein großes Problem, dass ich da noch zu viel riskiere. Aber andererseits, ich lerne halt auch nicht, wie es funktioniert. Ah, shit, zu langsam. Ich lerne halt auch nicht, wie es funktioniert. Wenn ich... es nicht... Ah, Mann! Wenn ich es nicht auch einsetze. Also ich muss aus Fehlern hier lernen. Das ist das Ding. Ich soll es nur vielleicht jetzt nicht unbedingt übertreiben. Gerade weil ich halt die Energie nicht zurückbekomme. Gerade weil ich halt die... Ja, cool. Gerade weil ich halt die Energie nicht zurückbekomme. Kann ich die Dinger kaputt machen? Nee, ne? Nein, okay. Schade. Ja, blöd, dass wir jetzt nicht die Verwandlung haben. Verwandlung, die Aufladung haben schon wieder. Oh mein Gott, der Raum ist jetzt... Oh mein Gott, bin ich dumm! Mach dich einfach weg. Scheiß Vieh. Das ist jetzt dumm gelaufen. Wieso geht der da oben als erstes auf? Na gut, dann machen wir es halt so. Gut. Ach, reg mich auf. Mein Gott, bin ich blöd, echt. Okay, kann ich mir die holen, wenn ich sowas hier mache? Muss ich schneller sein. Das wird nicht funktionieren. Okay, kann ich mir nicht holen. Schade. Oh, lul. Ein Bumerang, aber den brauchen wir nicht tatsächlich unbedingt. Okay, kann ich mir das holen? Nein. Schade eigentlich. Also ich glaube, man sollte das mit so kleinen Gegnern immer mal ein bisschen machen. Dann hat man so kurz ein bisschen mehr Damage und dann kann man den Raum so ein bisschen besser spielen. Ich glaube, so ist ein bisschen die, in Anführungszeichen, Taktik. Das war jetzt zum Beispiel, glaube ich, wieder viel zu riskant, weil ich da in die Explosion fast reingerannt wäre. Aber gut. Aber jetzt habe ich hier sozusagen an dem so ein bisschen aufgeladen und naja, gut, ist schon wieder vorbei. Und
Und auch der ganze Raum ist schon wieder vorbei. Keine Lust auf so viele Gegner. Ist immer ärgerlich, wenn Herzen droppen und man kann sie nicht einsammeln. Oh je. Rums. Oh, ich habe keinen Schlüssel. Der ist ja schon wieder doof. Kann da was sein? Ja. Jo. Ich hab so ein Pech, diese ganzen Mann-Dings über... Was soll das denn? Das war ein böses Damage-Up. So. Dauert mir alles so. Okay. Wir kriegen Schlüssel, sehr schön. Oh. Ich weiß nicht ganz, was ich jetzt falsch gemacht habe, aber wir kriegen keine Schlüssel. Schade. Also irgendwas habe ich offenbar völlig falsch gemacht. Ich weiß aber tatsächlich nicht was. Hätte der nicht da jetzt rübergesprengt werden müssen, der Stein? Muss ich mir nochmal angucken in der Aufnahme. War auf jeden Fall dann leider dumm. War auf jeden Fall dann leider... Oh, nee... Ja, was ist denn das? Ich komme an die scheiß Schlüssel so nicht ran. Arschen kann ich mich alleine spielen. Da Heckmann. What the heck? Aber jetzt habe ich nur das kleine Viech, an dem ich immer so ein bisschen Schaden aufladen kann. Okay. Ja, okay, ich verstehe schon. Ich verstehe das Konzept. Ist schon cool gemacht. Ist schon cool gemacht, kann man nichts sagen. Aber ich krieg halt jetzt keinen scheiß Schlüssel hier mehr. Aber wir haben alles. Ja, kacke. Ey, das ist doch kompletter Müll. Ich kann den Itemraum nicht öffnen. Ich meine, ich habe noch eine Bombe. Aber auch das ist schon wieder... Da, wo noch eine Möglichkeit wäre, ist keiner. Und da drüben ist auch keiner. Hä? Ja, das ist nicht gut gelaufen in der Ebene, muss ich leider sagen. Ich weiß nicht, wie ich... Keine Ahnung. Hier sind es auch zu viele Möglichkeiten für Geheimraum. Ja, doof. Kann nichts machen. Na gut, dann ist es wirklich ein Part, um einfach ein bisschen Dark Arts zu lernen. Es ist natürlich scheiße, jetzt nicht an den Itemraum zu kommen. Vielleicht laden wir dadurch unsere Planetarium-Chance genug auf. Das wäre natürlich cool. Das wäre natürlich sehr cool.
Da ist ein Schlüssel. Zumindest hier kriegen wir schon mal... Okay. Hier kriegen wir mehr Itemraum. Also ja, mehr Schlüssel. Zumindest hier kriegen wir schon mal den Itemraum. Das ist doch schon mal gut. Nichts Brauchbares hier. Das war cool. Und diesmal springe ich aber richtig. Also der... Ach, war das ein Bombenstein? Ist der deswegen nicht... Ah, das war ein Bombenstein vorhin, ne? Ich hätte das gar nicht richtig machen können, glaube ich. Das ist cool. Der kopiert meinen Schuss... Also, er kopiert meinen Schuss nicht, aber... Ah, ist ein zusätzlicher Schuss im Prinzip. Das ist eine schöne Sache. Na, ah, das war schlecht. Okay, ich glaube, ich sollte das in dem Raum lassen. Der Moment, wo ich das einsetze... Ja, wobei, hier war es ganz gut. Aber ich wollte sagen, der Moment, wo ich das einsetze, ist gleichzeitig der Moment, in dem es schief geht. Aber ja, in dem Fall war es dann doch in Ordnung. Und wir üben ja nur. Es ist ja nur ein Übungsrun. Alles gut. Es ist nur ein Übungsrun. Alles in bester Ordnung. Oh. Da kommt was aus dem Boden. Tschüss. Da kam was aus dem Boden. Ah, damit kann ich leben. Es ist zwar nicht schön, aber wir haben eine relativ hohe Tiersrate. Damit kann ich immer noch arbeiten. Ah, nee! Wieso habe ich... Ah! Oh! Das ist wieder diese Kacke mit dem Kuh. Ne? Ah, Mann. What the heck? Ist dieser Raum... Yo, wir brauchen jetzt erstmal den Shop. Was ist das denn? Einfach ein Raum, in dem man sofort komplett reich wird, oder was? Okay. Okay, Spiel, okay. Übertreib. What the hell? Okay, da ist mein Shop. An die Kiste komme ich leider schon wieder nicht ran. Du bist der letzte übrige Gegner scheinbar. Cool. So. Ist das dein verdammter Ernst? Dass der jetzt kommen muss? Ich kann jetzt das ganze Geld hier nicht mal... Oh doch. Oh mein Gott. Oh Leute. Es tut mir leid, aber ich muss euch leider etwas mitteilen. Wir werden noch ein bisschen in dieser Ebene bleiben. Ich kann das Geld, was hier liegt, doch jetzt nicht einfach hier liegen lassen. Das geht nicht. Das könnt ihr nicht von mir verlangen.
Ja, jetzt nicht gerade so, dass das hier wirklich gut läuft. Reicht dann auch. Also, das hätte besser laufen können. Das sind immer 10er Münzen, ne? Ja. Es hätte besser laufen. Das hätte besser laufen können. Aber hey, ist in Ordnung. Ah, ich dachte, hier sind noch Münzen. Dann halt nicht. Okay, Geheimraum. Denkbar. Ich hab kein Glück beim scheiß Geheimraum in diesem One. Hier ist nicht denkbar. Hier zwischen wäre denkbar. Okay. Also das Weisetz nützt mir jetzt nicht so viel. Dafür werde ich jetzt nicht eine Bombe und einen Schlüssel opfern. Aber für die Bombe opfere ich natürlich gerne eine Bombe und einen Schlüssel. Alles klar, Spiel. Dich auch lieb. Rümpf. Ja, zwei Möglichkeiten. Danke. Wieso konnte ich so einen Raum nicht finden, wenn wir Dings hatten? Und jetzt finde ich den Raum. Oh Gott. Das war dann auch das Ende dieses Runs übrigens. Ich lauf in den immer rein. Das wird sich nie ändern. Ich bin einfach zu aufgeregt, wenn ich mit dem spiele, um den spiele oder ja, mit gegen ihn spiele. Keine Ahnung. Oh mein Gott! Ich dachte, es wäre aufgeladen. Jetzt können wir das ganze Geld nicht nutzen. Das ist doch bescheuert. Es ist doch komplett bescheuert. Sind die jetzt langsamer geworden eigentlich durch meinen Effekt? Schon irgendwie, ne? ...90 Münzen hätte ich schon gerne eingezahlt, mal wieder. Okay, wir haben ein bisschen Dark Arts gelernt. Ach Mann. Ist okay. Dann denke ich aber, spielen wir jetzt ein bisschen Dark Arts. Den nächsten Folgen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.